Zurück bei den Prüfern. Muss ich mal drücken, mich reinlassen? Ja. Danke. Sie leben hier in der Wohnung mit der Frau zusammen. Und wir sollen gucken, wo wer seinen Wohnungsmittelpunkt hat. Gut, das ist Ihr Zimmer. Ja, genau. Aber so langsam sind wir uns ein bisschen näher gekommen. Das heißt, dass Sie also jetzt demnächst bald... Irgendwie, ja. Also leben Sie denn mehr oder weniger jetzt in einer eheähnlichen Gemeinschaft? Ein überraschender Erfolg für die Kontrolleure. Nur jede 15. Prüfung führt zur Aufdeckung eines eheähnlichen Verhältnisses. Manche geben es dann oft zu, weil sie sehen ja, denn wir gucken alles, wir wollen alles sehen. Und bevor wir dann wirklich alles durchschnüffeln, dann sagen sie, okay, es ist halt so, gut. Und dann haben wir unseren Job gemacht und brauchten auch nicht ganz so eindringen in diese Intimsphäre und sind eigentlich damit dann zufrieden. Wenn die Partnerin des Hartz-IV-Empfängers arbeitet und genug verdient, muss er mit der Streichung rechnen. Am Nachmittag trennen sich Ralf Dierich und Andreas Albrecht, um kleinere Fälle schneller abzuarbeiten. Die Sozialermittler teilen sich den Bezirk Schöneberg und Tempelhof. Zu zweit sind sie für 55.000 Hartz-IV-Empfänger zuständig. Eine Überprüfung aller Bedarfsgemeinschaften ist unmöglich. Das ist jetzt hier eine anonyme Anzeige, dass hier ein Herr noch wohnen soll bei einer Frau. Der soll ein Taxiunternehmer sein. Die stehen jetzt hier nicht am Klingelbrett, das wird hier auf dem Hof sein irgendwo. Der Ermittler hat die Wohnung gefunden, aber niemand öffnet. Hemmungen vor der Privatsphäre fremder Menschen darf ein Sozialermittler nicht haben. Haben wir das Fensterprüfung? Auch nicht schlecht. So. Tja. Man kann die ganze Wohnung einsehen. Auf dem Wäscheständer hängen nur Frauensachen. Ich sehe da keine Herrensachen. Ich muss natürlich irgendwann noch mal her, dass ich die Dame antreffe oder wie auch immer da wohnt. Aber im Augenblick ist nur wirklich keiner zu Hause. So verstecken kann man sich in einer Einzimmerwohnung nicht ohne Gardinen. Zurück in Kreuzberg bei Familie Börnecke, die zu viert von 1.094 Euro Hartz IV leben muss. Oft sprechen sie darüber, ob Berlin die Heimat der Vier bleiben soll. Die Arbeitslosenquote liegt hier bei über 17%. Für einen Job würde Uwe Börnecke jederzeit umziehen. Sobald ein Jobangebot kommt, wo man sich eben sagen kann, den Mann wollen wir haben, der ist nicht verkehrt für unseren Betrieb, bin ich natürlich bereit, logischerweise den Job anzunehmen. Einmal hatte ich gleich bei Lidl beworben, da kamen wir zurück, eine Ablehnung natürlich. Oder geh so mal bei Plus und so fragen. Oder manchmal, wenn man anruft, dann kommt es ja keiner am Telefon oder stelle schon weg. Ist schon schwer. Und manchmal hört man, ist zu alt, naja, weiß nicht. Macht keinen Spaß mehr. Die Töchter möchten gern in Berlin bleiben. In Kürze wird die 15-jährige Manuela ihren Schulabschluss machen und dann eine Lehre suchen. Jetzt umziehen? Das Mädchen ist hin und her gerissen. Ich wäre schon schön, wenn die beiden so eine tolle Arbeit finden würden. Aber halt für mich wäre es auch schwierig, weil dann müsste ich mir erstmal da wieder neue Freunde suchen. Und es wird wieder schwer werden, weil ich bin nicht so eine, die mir jedes Mal neue Freunde sucht, wenn ich wegziehe. Nach dem Frühstück heißt es für Uwe Börnecke nach langer Zeit mal wieder Arbeitsbeginn. In einer Einrichtung für Obdachlose hat ihm das Jobcenter einen 1-Euro-Job vermittelt. Für den Langzeitarbeitslosen eine der wenigen Möglichkeiten, die Hartz-IV-Kasse aufzubessern. So, Khaled, ich wollte eben neue Mitarbeiter vorstellen. Ja. Uwe Börnecke, mhm. Khaled. Uwe wird jetzt hier als Techniker arbeiten. Mhm. Wenn du mal kleine Reparaturen in der Küche hast, gibst du uns rechtzeitig Bescheid. Alles, ne? Klar, sag ich euch. Alles klar. Alles klar. Okay. 30 Wochenstunden kann Uwe Börnecke hier als Hausmeister arbeiten. Der Lohn 180 Euro netto pro Monat. Aber das nur für ein halbes Jahr, denn die 1-Euro-Jobs sind zeitlich befristet und können nicht verlängert werden. So, T-Shirt, Herren. Poloshirts. Mal hier gucken, da ist nichts. Hier liegen ja keine T-Shirts. T-Shirts. Das sind ja Frauensachen. Zu für Herren. Das ist gut. So, wollen wir mal kurz anhalten, ob es passt? Das passt. Passt, jawohl. Auf jeden Fall. 41, 42. Ja, klar. Danke schön. Da wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ja, gleichfalls. Tschüss. Mir geht's im Gegensatz zu den Leuten, die jetzt hierher kommen, sehr gut. Ich kann mich also nicht beklagen. Ich habe eine Wohnung. Kühlschrank ist voll.
Das ist so, dass die Leute mir manchmal sogar ein bisschen leid tun. Aber denen wird auch geholfen. Macht sie das glücklich? Dass ich anderen Leuten helfen kann? Ja. Armenspeisung ein paar Häuserblöcke weiter. Ein Nachbarschaftsverein hat Anwohner zu einer Gratismahlzeit eingeladen. Mit der wachsenden Arbeitslosigkeit steigt auch die Zahl solcher Veranstaltungen. Auch Andreas Heinemann ist Langzeitarbeitsloser. Früher war der 37-Jährige ein erfolgreicher Schauspieler am Theater und hat neben Iris Berben auch vor der Kamera gestanden. Seine Zukunft schien gesichert, doch dann kam der Karriereknick. Jetzt lebt er von 285 Euro im Monat. Da wird es selbst beim Essen eng. Ernährung ist echt ein Problem mit der Kohle. Das ist wirklich blöd. Du kannst halt vor allem so ungesunden Scheiß kaufen. In den Discountern billiges Fleisch in Massen etc. Aber Vitamine oder so kriegst du kaum. Der Arbeitslose nutzt jede Gelegenheit, Geld zu sparen. Aber Einladungen von Bekannten nimmt er nicht mehr an. Aus Scham. Ich habe einen ziemlich großen Freundeskreis, aber man kommt sich halt auch so bescheuert vor. Man möchte es dann noch nicht in Anspruch nehmen. Das ist dann einfach blöd. Man macht's nicht. Es geht nicht und man macht's auch nicht. Man meidet es bewusst, einfach weil man ein unangenehmes Gefühl dabei hat. Und man fühlt sich auch berechnend. Und das bestimmt, das ist schon ein sehr bestimmendes Moment dabei. Aber ist doch nett hier. Du kannst nie wieder einfach dir eine Zeitung kaufen, dich im Café setzen, einen Kaffee bestellen, vielleicht eine Schachtel Zigaretten kaufen und rauchen, Kaffee trinken, lesen, in der Sonne sitzen, weil dir gerade danach ist. Das ist einfach nicht mehr drin. Das ist halt was dein Lebensgefühl ganz schön betrifft. Also das gab schon eine Weile, wo ich dann ziemlich schlucken musste, weil man einfach nicht mehr diese Gesellschaft teil hat. Diesen Zustand möchte Andreas Heinemann möglichst schnell beenden. Denn schlimmer als der Verzicht ist das Gefühl, nicht mehr dazuzugehören. Deshalb schreibt er jede Woche Bewerbungen, bislang ohne Erfolg. Während er früher regelmäßig Rollenangebote aus dem Briefkasten fischte, ist die Durchsicht der Post heute nur noch frustrierendes Ritual. Absage von einem Theater. Und warum habe ich nicht als Regieassistent mit Spielverpflichtungen? Aber Stelle leider vergeben. Alles gut auf ihrem weiteren Lebensweg. Unterlagen im Müll. Natürlich ist man natürlich am ehesten frustriert, wenn ein Kinder will, ist ja klar. Aber bringt ja nichts, mich da reinzustürzen. Also ich krieg so viele Absagen, das ist welche nur noch frustriert, das ist ja Unsinn. Vom Wohlstand früherer Tage ist kaum etwas geblieben. Andreas Heinemann lebt mittlerweile in einer WG, teilt sich Bad und Küche mit 4 Personen. Von meiner ganzen Garderobe her merke ich das schon deutlich mit dem Hartz IV. Meine Schuhe zum Beispiel. Dann ziehe ich jetzt einen braunen Anzug an, weil ich habe ein paar braune Schuhe, die noch ziemlich in Ordnung sind. Einen schwarzen Anzug. Wäre das jetzt schwierig? Ich habe ja früher auch gearbeitet und viel Geld verdient und habe noch viele Klamotten. Die trage ich halt jetzt auf. Ne? Als der Schauspieler Hartz IV beantragte, musste er sein Vermögen angeben. Bei mehr als 5.200 Euro hätte das Amt die Zahlung verweigert. Andreas Heinemann bekam die Leistungen sofort. Die Prozedur fand er entwürdigend. Ich habe mir dann spaßeshalber mal so ein anderes Formular geholt für ein Offenbarungseid. Da gibt es keine großen Unterschiede. Und dieses Gefühl, wenn man das macht, ist sehr beschämend. In Schöneberg ist Kontrolleur Andreas Albrecht weiter auf der Suche nach Sozialbetrügern. Ein weiteres Mal versucht er, die Hartz-IV-Empfängerin anzutreffen, bei der laut einer anonymen Anzeige ein Taxifahrer leben soll. Meist sind es Nachbarn oder Verwandte, die den Ermittlern entscheidende Hinweise geben. Denn sie wissen eher als die Kontrolleure, ob in der Garage noch eine Luxuslimousine steht oder ob ein Hartz-IV-Empfänger schwarz arbeitet. Guten Morgen, nicht erschrecken. Mein Name ist Albrecht vom Jobcenter. Ja. Sie sind Frau. Ich habe hier einen Auftrag von Ihrem Leistungsteam, dass ich mir die Wohnungsverhältnisse angucken soll, ob hier noch... Schon mal hier. Hat schon wieder jemand einen Brief geschrieben, der ist ganz rein. Das ist richtig, ich habe eine anonyme Anzeige, habe ich hier. Eine anonyme? Ich habe erstmal hier noch einen Ausweis, dass Sie nicht denken, dass ich ein Spinner bin. Wo sollen denn hier zwei wohnen? Also jetzt mal im Ernst. Wissen Sie... Ich weiß auch, wer es war. Das ist die Frau, zwei Stockwerke höher. Also von daher... Ich weiß es nicht. Ja, ich weiß es aber. Weil die hat das schon mal gemacht. Ich habe es anonym... Ich weiß. Den können wir ja nichts für. Tschüss. Ein Blick in die Einzimmerwohnung und Albrecht weiß, hier tobt ein Kleinkrieg unter Nachbarn. Das ist wirklich das pure Anscheißen oder eines Menschen, so wie jetzt wohl in diesem Falle, dass da irgendwelche gestörten Leute wirklich nur einen Rachefeldzug starten wollen. Also das mag ich überhaupt nicht, weil dafür bin ich auch nicht da und macht auch keinen Spaß sowas. Das ist absoluter Blödsinn.